Morgen, morgen, Mensch mit Katz. Es ist wieder Demo-Montag und wie ihr seht, spielen wir heute Deep Rock Galactic Survivors Danger Darkness Dwarfs. Die Demo. Was für ein kurzer, dezenter Name. Ja, also ich warte noch auf Super Extreme. Ist ja auch immer so noch dazu, so dazwischen oder sowas. Aber gut, vom Titel wollen wir uns jetzt nicht täuschen lassen. Es wurde mir empfohlen auf Steam. Hier, Wishlist Now ist natürlich jedes Mal dabei. Ja, was soll ich sagen? Es wirkt so ein bisschen wie so ein Vampire Survivor, bloß dass man hier Ressourcen mittendrin sammelt, um die Welle zu überleben, also um sich aufzuwerten, zu stärken. Ich weiß es noch nicht genau, das habe ich zumindest von den ersten Bildern vernommen, also fangen wir einfach mal an. Achso, was ich noch zeigen wollte ist, neben den wenigen Einstellungen, die es hier gibt, was aber nicht so schlimm ist, die Meilensteine, da gibt es hier einiges, was man schaffen kann, also ein Arsch voll. Es gibt irgendwie Upgrades, die denn spielübergreifend sind, weil das ja hier auch so Runs sozusagen sind. Und die brauchen unterschiedliche Mineralien. Also je nachdem, wo ich jetzt hier bin, hier irgendwie so einen grünen Edelstein oder irgendwie sowas, hier auch nochmal einen anderen grünen. Unterschiedliches Zeug halt, je nachdem. So, aber wir fangen mal an. In der Demo gibt es die zwei Biome nicht. Das hier aber. Und da können wir irgendwie drei Stück freischalten von irgendeiner Währung. Hier steht leider irgendwie nichts dran, egal wo ich drüber hovere. Das wäre nett, damit man ein bisschen für den Ersteinstieg verstärkt. So ein bisschen, was ist das hier überhaupt, was ich hier sammle? Ja klar, es wird irgendwas sein zum Freischalten. So, wie man sieht, sobald man das erste Gebiet hier fertig hat, kriegt man zumindest, wenn man mit zwei abschließt, das nächste. Und wenn man dann irgendwie nochmal drei zusammenkriegt, dass man auf fünf kommt, noch eins. Und dann ist die Demo zumindest vorbei. Das heißt, wahrscheinlich, jetzt bloß mal provisorisch hier raten. Es gibt drei Biome momentan, die denn in der Vollversion, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, und jeweils fünf Areale, aber das ist, vielleicht haben die anderen noch bloß ein Areal, drei Areale, wir wissen es nicht. So, was sollen wir schaffen? Wir sollen das einmal komplett schaffen mit M1000 Classic auf Level 12 bringen und 25 mit dem Scout erreichen, also Level 25 wahrscheinlich. Mal gucken, was haben wir denn? Wir haben sowieso nur den Scout zur Auswahl, die anderen gibt es in der Demo nicht, aber wir sehen auch hier gibt es zumindest schon mal vier. Was zeichnet den Scout aus? Der 5% Ausweichen, 120% Treffer, Crit-Chance 5% und kritischer Schaden verdoppelt. Grafik, muss ich sagen, von dem Charakter sieht übelst gut aus. Und ich habe hier irgendwie eine Marke, was auch immer das hier oben ist. Aber die Grafik sieht schon mal geil aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hoffen wir, dass das Spiel auch abgeht. Hier ist noch was, was ich noch nicht habe. Was wir aber haben, ist hier irgendwie Movement Speed und 20% mehr Treffer. Plus 20, nicht Prozent, maximal HP. Entschuldigung. 10% Movement Speed. Also, schnell. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz stoppen. Ich habe hier arg runtergeschraubt, weil ich Angst hatte, dass es immer noch zu laut wird. Das ist nämlich bei den Spielen ja mittlerweile schon gang und gäbe, dass man jedes Mal Angst hat vor seinem Trommelfell. Ah, und so komme ich denn an anderes Zeug ran. Sammelt ihr das denn auch ein oder liegt das hier so rum? Wie sammle ich denn das ein? Ich finde es auch mal eine sehr coole Mechanik, dass man hier mittendrin Steine kloppt. Muss ich denn selber schießen? Das schießt er automatisch. Als hätte ich fast gerne lieber selber schießen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es bringt, hier das hier abzubauen. Bringt mir das was? So, Level Up. 15% mehr Schaden klingt eigentlich ganz gut, aber 25% Feuerrate klingt noch besser. Ich dachte, ich habe mehr Feuerrate. Macht das mal ganz so den Eindruck. Also jetzt, die blauen Kristalle hier kann ich zumindest einsammeln. Dass hier diese Kombi-Drohne da rumfliegt, die stört mich tatsächlich momentan. Die ist ungewohnt. Klar sehe ich, dass das die Gegner irgendwelche Insekten gerade sind. Irgendwelche Quarler sozusagen, 9% mehr bewegen oder mehr Schaden, aber das ist rare, also nehmen wir ruhig das. Außerdem kommen wir dann ein bisschen schneller voran, noch ein Level. Ne, Supply Pod, was haben wir denn hier Schönes? XP-Scanner. It's more chance to find gold when mining any kind of rock. Komm. Ah, okay, das da war das. Diese Metallbüchse, die hier rumstand. Gut, dann wollen wir mal hier weiterschauen. Hier können wir zumindest was abpicken. Hier ist auf jeden Fall was. Mehr Armor vielleicht? Oder mehr Schaden? Komm, das Damage Base. Wir nehmen den Schaden.
finde es ein bisschen komisch, dass man noch so lange braucht, bis man wieder schießt. Ist ja schrecklich. Und es kommen echt einige und hier auch so eine großen. Das ist schon mal cool. Leider alles nur Insekten, aber das passt vielleicht auch zum, zu diesem Höhlensetting. Ich bin halt mittlerweile unterschiedlich Gegner gewohnt. Oh, eine neue Waffe. Was nehmen wir da schön? Quickshot-Kram. Oh, hier, Kryogranaten. Für verlangsamen, aber ich will, glaube ich, lieber mehr Schaden haben. Der Boomstick klingt doch nach was Vernünftigen. Das ist hier meine Standardwaffe. Und das ist der Boomstick, der zweimal ballert. Okay. Die halten zumindest einiges aus, die Fettsäcke hier. Die fetten Grünen. Was ist das? Achso, mehr Schaden für die oder für die. Und ich habe hier irgendein Knochenbrecher-Symbol, was auch immer das heißt. Ich weiß gar nicht. Sollte ich die Waffe hier auf Stufe 12 bringen? Ich weiß halt nicht, wie die Waffen heißen. Das steht halt nicht dran. Da stand ja irgendwas mit M1000, pipapo. Ich sehe auch nicht, wie viel die aushalten. Außer bei dem einen Gegner, weil der anscheinend ein bisschen spezieller hier ist, wa? Was haben wir hier? Mehr HP? Nee. Reload Speed, komm. Ich finde immer dazwischendurch so eine Phase, wo der lange nicht schießt. Komme ich nicht lang? Eigentlich wollte ich ja da hinten was abbauen, aber ihr verdrängt mich ganz schön hart. Bodyshots. Für alle Waffen 5% mehr. Ne, wir nehmen die Feuerrate. Schnell mal hier durchschleichen. Mann, ich will da bloß was abbauen. So, für alle Waffen mehr Nachladegeschwindigkeit oder noch eine höhere Feuerrate. Pick. Ah, man will hier, also, ich weiß nicht, eine Sache fällt mir dabei auf. Ist das eng. Erstmal ist ordentlich was los, was die Gegner angeht. Und man will wirklich anfangen, hier irgendeine Scheiße einzusammeln. Und begibt sich dadurch irgendwie wieder in Gefahr. Okay, ich habe 20 Treffer verloren. Wie heile ich mich hier? Heile ich mich überhaupt? Feuerrate, noch mehr Schaden. Feuerrate weiter, komm. Ich könnte natürlich auch auf Schaden gehen, aber ich mag irgendwie gerade Feuerrate. Mehr Schaden. Ich habe jetzt was Zeit? 25 Sekunden, um nach da oben zu kommen und mein Zeug wegzubringen? Oder was? Oh, jetzt pick doch mal ab. Was hält denn das aus? Okay, ich bin nur bis Level 11 gekommen. Verdammt. Ich sollte doch Level 12, oder wie? Wie zählt das hier? Okay, ich habe jetzt das abgebaut und kann mir jetzt damit was kaufen. Ah, so eine kleine Shop-Mechanik noch drin. Okay. So wie wir es quasi auch bei Nordic Ashes kennen. Ja, und der Rest. Mehr Quid. Aber nur den Damage-Bonus. Der ist ja sowieso doppelt. Kann ich. Ich weiß gar nicht, was der Rest noch so kostet. Wir heben uns mal ein bisschen was auf. Mal gucken, was es noch so gibt nachher. Okay, ich lande im mehr oder weniger gleichen Areal. Vielleicht an einer anderen Stelle. Zumindest sieht es erstmal gleich aus. Ich habe auch keine anderen Sachen, die ich machen kann. Nee. Die Kristalle abzukloppen bringt mir nur bedingt was. Oder was? Ich weiß gar nicht, was es macht. Das hier scheint was Wichtiges zu sein. Das habe ich doch gesehen bei dem Aufwerten mit bei. Das scheint irgendein besonderes Humanit. Okay, Humanit. Lass mich mal durch hier. Ich will hier ran. Dafür müssen wir viel mehr finden. Wir müssen viel mehr abbauen. Ich habe es bloß ab einem bestimmten Punkt halt nicht mehr hingekriegt. Und das hier für ein fettes rotes Leuchten ist die Rät hier. Oh, die explodieren. Okay. So, ich würde gerne weiter abbauen, aber irgendwie sind das hier so viele Gegner. Probieren wir mal hier oben weiterzukommen. Ich muss aus der Ecke raus. Da drüben gibt es auch noch was zum Abbauen. Komm schon. Ah! Oh, Dodge. Komm, bau ab.
Bau ab. Wie plump eigentlich diese Extra-Mechanik ist mit dem Abbauen und man da. Das spielt sich aber so, ihr Gefühl so stark verändert, ist cool. Ist da auch noch was? Ne, es liegt einfach nur da oben. So, wir haben noch was. Goldscanner und sowas, ja. Small Shine to find Nitra. Mining any kind of rock. Ja, komm. Einfach die Chance erhöhen. Dass, wenn man es mal schafft, zum Ernten zu kommen. Höheren Pickup-Radius finde ich ganz interessant. Muss nicht so nah an die Gegner reinlaufen, um die Erfahrung hier einzusacken. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber irgendwie haben wir mehr gekriegt. Schneller aufs Nachladen. Jetzt aber. Komm, pick, was das Zeug hält. Braucht das für den Shop? War da noch irgendwo eine Stelle? Schnell durch hier, schnell durch hier. Wobei, da liegt so dicke Erfahrung rum. Oh shit, das hat 36 Schaden gemacht. Jetzt hole ich mir aber das, was hier rumlag. Scheiße, jetzt kommt von der Seite auch noch. Oh nein, da explodiert auch noch was. Also, Action ist auf jeden Fall drin. Und das sind echt viele Gegner. Was haben wir hier? Neue Waffe, Quickfire Weapon, Schutz in 4 Directions. Ja, komm. Kommen wir sowieso von allen Seiten gefühlt, da ist ja gar nicht schlecht, wenn man in alle 4 Richtungen schießen. So, ich brauche noch ein paar Erze. Hier ist Sackgasse. Na, vielleicht hätte ich doch diesen... Oh, da. Das war wahrscheinlich so eine kleine Chance, dass ich was finde. Diesen Ärzte-Scanner mitnehmen sollen. Damit er mir vielleicht irgendwie anzeigt, in welche Richtung ich soll. Da drüben gibt es noch ein bisschen Zeug. Geh weg, ich bin am Sammeln. Geh doch weg. Geh weg. Ich brauche noch ein bisschen Material hier. Da ist auch nochmal so eine dicke, fette Made. Da oben gibt es noch was. So, mehr Schaden. Ich weiß gar nicht, ob ich nach jeder so einer Welle, die ich hier hatte, mit dem Shop nochmal ja, komplett geheilt bin oder nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich will zumindest das Vieh da nicht unbedingt töten, sondern erstmal noch weiteres Material finden. Rückt man hin, nach links oben, rechts oben. Oh, hier ist noch was Grünes. Okay, das haben wir gekriegt. Schnell durch den Fels. Flieh. Flieh. Ja, das ist geil, dass man dadurch auch wegkommt. Dass die Viecher auch nicht einfach oben drüber fliegen. Oh doch, tun sie. Scheiße. Zumindest ein paar davon. Das war knapp. Stirb doch. Mehr Crit-Chance, nee. Pickup-Radius, glaube ich, nämlich. Was machen denn die dreckigen Maden hier? So, ich soll noch da unten mich verpissen. Was ist denn, wenn ich das nicht schaffe? Weil das eventuell mal zu weit weg ist, ich nicht durchkomme oder so. Weil es ist immer ziemlich nah, ja. Noch mehr Feuerrad? Nee, komm, wir nehmen mehr Schaden. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Okay. Wir haben 91 von dem gelben Kram und 31 von den roten Kram. Männer. Oh. 3% mehr XP. Das nehmen wir zumindest. Was nehmen wir noch? Mehr Schaden für die Waffe? Weiß nicht, was das macht. Die ist ein bisschen hübscher sozusagen. Ja, komm, machen wir das. So, jetzt habe ich nur noch das gelbe Zeug. Hier gibt es gerade nichts Gelbes. Aber ich sehe, dass ich mich hier heilen kann damit. Aber das brauche ich gerade gar nicht so tolle. Oh, increase resistance to all source of damage. 9 Rüstung mehr. Oder nochmal Nachladegeschwindigkeit. Ne, wir nehmen mal die epische Rüstung. Und dann machen wir weiter. Also, ich möchte immer noch erwähnen, erster Druck. Phänomenal geil.
Das macht das Genre, was ja nun schon 50 Millionen Mal ausgelutscht ist, was ist. Angefangen mit Vampire Survivors, wo es losging. Was mittlerweile, muss ich mal zugeben, unspielbar geworden ist. Seit dem Koop-Update stürzt das Spiel nur noch ab bei mir, ich weiß nicht. Bisher habe ich da noch keine Updates gesehen, die das beheben sollten. Finde ich ein bisschen dolle Schade. Über Nordic Ashes, über, was ist denn das? 20 Minutes, Potato, ach, so viele Spiele halt, die alle mal diese Mechanik hier nutzen. Ich habe ja auch zwischendurch ein paar Demo-Montage mit solchen Spielen verbracht. Aber das ist wirklich nochmal ein bisschen erfrischend, einfach dieses, dass ich die Ressourcen so sammle. Passt halt auch zu einem Zwerg, also auch das Setting ist super. Und ich mag Zwerge, also insofern bin ich ja selbst auch nicht gerade der Größte. Vielleicht liegt's da. So, links sehen wir übrigens, dass wir im dritten Bereich sind von den fünf. Dann kommt irgendwie anscheinend ein Endboss. Und oben sehen wir ja auch, welche Gegner da kommen, wann, wo, wie. Ich wünsche mir bloß, dass diese Kristalle, die hier rumfliegen, dass meiner die auch richtig einsammelt und die nicht da weiter rumliegen. Das verwirrt mich so ein bisschen. Oha. Nicht wieder irgendwo so ein Aufwertungspot, der hier rumliegt, oder der kommt wahrscheinlich erst mit der Kiste da oben. Was sind das da oben? Rechts? Das sind irgendwelche komischen Viecher. Eine XP. Ja. Interessant, aber ich brauche die auch gar nicht. Gut, dass der so schnell pickt. Könnte vielleicht noch ein bisschen schneller manchmal gehen. Vielleicht mit irgendwelchen Aufwertungen, dass wir einfach durchheizen können. Und diese kacken Arme, die kommen jetzt dauerhaft raus. Oh, fuck. Boah, das dolle knapp und eng hier. Ich hätte eigentlich gerne das Ding da oben eingesammelt, aber irgendwie wurde es daraus nichts. Scheiße, jetzt kommen so viele Gegner, die einfach rüberfliegen. Jetzt explodieren hat gerade ein bisschen Platz zu schaffen, aber die zweite explodieren war dolle. Vielleicht meine ich gerade zu dolle. Jetzt können wir wieder nach da oben kommen. Lasst mich durch. Oh Scheiße, ich bin kurz vorm Sterben. Mann, ich will jetzt nicht abnippeln jetzt so früh. Das kam gerade so überraschend, dass ich so viel kassiert habe. Ich muss mich mehr gerade aufs Überleben konzentrieren und ich weiß gar nicht, wo das Teil runtergekommen ist. Irgendwo ist ja dieses Aufwertungsteil runtergekommen. Sehe ich das irgendwo? Diesen komischen Pot. Der muss ja irgendwo runtergekommen sein. Jetzt habe ich so viel Zeug gefunden. Dann machen wir den kaputt jetzt. Boom, baby. Die Explosionsviecher sind ein bisschen doller hart. Generell mache ich irgendwie ein bisschen wenig Damage, glaube ich. Komm, den nehmen wir mit. Schnell, 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 schnell. Scheiße, ich bin in den Sackgasse gelaufen. Muss mich irgendwo durchpicken. Ah, ich mache nicht allzu viel Schaden gegen die Viecher tatsächlich. Ich brauche ja für so einen kleinen schon. Ich fühle mich ganze Salve. Ach du Scheiße. Mehr Schaden? Ne, bisschen schöner Waffen machen die Waffen. In allen Bereichen sozusagen.
Boah, ist das eng hier mit den 1000 kleinen Mistviechern. Aber werden das immer noch mehr Viecher? Shit. Ich muss eigentlich das Vieh da unten töten, aber ich komme nicht dazu gerade. Bin gerade immer am Überleben. Oh. Das sieht nach was aus. Ich bin in der Ecke. Ich komm nicht mal durch, die Massen hier durch. Ich muss ja an den hier dranbleiben. Der hier muss jetzt schnell mal sterben, damit ich hier weiter weg kann. Ich will nicht mehr hier sein. Jetzt stirb doch einfach. War das den ich umlegen musste? Hat der gerade irgendwas auf mich geschossen? Ja, die schießen irgendwelche Kolonien. Ach du Kacke. Bumerang oder hier die Granaten, die geht auch noch ein bisschen verlangsamen. Das hilft vielleicht auch nochmal irgendwo durchzukommen. Ich habe irgendwie gehofft, nochmal diesen Pot zu finden, den anderen, um meinen Scanner da zu verbessern. Oh, nochmal mehr Nachladegeschwindigkeit. 35% mehr Schaden für die Waffe. Ja, ich glaube, ich nehme erstmal das. Ist ja auch epic. Wobei, ich kann das ja auch noch nehmen. So, wir haben die gelbe Währung nur noch. Wir kaufen uns damit erstmal auf jeden Fall Gesundheit. Noch ein bisschen Feuerrate. Ne, wir... Ja, doch. Und wir rollen mal neu. 20% mehr Schaden. Für Kinetikwaffen. Ich glaube, das sind meine alle, oder? Ah, das sehe ich gerade gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Und noch ein bisschen mehr Pickup-Radius. So, nochmal Rewollen brauchen wir nicht. Wir haben sowieso nichts mehr. Wir haben alles ausgegeben, passt. Also die 3 und 2 da oben, die zähle ich jetzt nicht mehr. So, wir sind im vierten Bereich. Mal gucken, wie lange wir das hier durchhalten. Ich muss auf jeden Fall auf meine Treffer achten. Auch wenn die jetzt noch ganz gut sind. Und da habe ich ein bisschen viel, glaube ich, viel rumgepickt. Aber gut, dafür könnte ich mir auch einiges leisten, also. Diesmal muss ich mir aber auf jeden Fall besser merken, wo dieser Kombi-Pot runterkommt. Das habe ich dolle verkackt, nämlich. Doof auf mich zu schießen. Fernkampf ist unfair. Ups. Hab mich erwischt. Durch hier. Jetzt tötet doch mal die kleinen Kackkäfer. Schafft ihr überhaupt noch was? Das ist denn eigentlich, wenn wir hier den einen Gegner versuchen zu fokussieren, dass wir den tot kriegen. Na komm, nehmen wir Nachladegeschwindigkeit. Hält einfach ordentlich aus, die Dinger. Schon. Die Explosionsviecher sind gar nicht schlecht für den Abbau, wenn ich die vernünftig positioniert kriege. Dann machen die mir den Weg frei. Oh, diesmal nehmen wir sich sofort mit. Scheint mehr XP, wenn ich irgendwas. Na. Red Sugar increase. Ja, ach so, meine Treffer halt, wenn ich diese roten Dinger einsammle. Und nochmal das Nitra. Ne, wir nehmen das. So, wie viel halten denn diese komischen Dinger da aus? Na, es geht so. So, gerade kein Miniboss bei. Hier noch ein paar Gegner töten. Krieg ich noch ein paar tot? Das geht so, wa? Gerade so. Die ganzen Schüsse sind ein bisschen nervig. Die von hinten eine schießen können. Jetzt müssen wir uns langsam mal ein bisschen verpieseln. Das sieht gerade schlecht aus, weil da links ist nochmal so eine Zacke, die auf mich rumpilzen kann. Damage. Ach du Scheiße, sind das viele.
Also das sind wirklich unnormal viele Feinde jetzt. Und ich glaube, das könnte mein Ende sein bei der Masse. Ich habe auch gerade dicke Schaden kassiert. Weg hier, Sackgasse. Plus, explodiert noch ein paar. Schaden mit allem gefühlt. Dann hätte ich das links nehmen müssen. Gott, ist das eng hier. Explodier. Schafft mir Freiraum. Mehr Schaden. Gott, ich habe nur noch 5 HP. Fuck, noch mehr Pickup-Radius. Dann explodiert doch mal. Schaden. Jetzt kommt dann noch was. Oh Mann, war das tolle Enkel in dieser Ecke. Boah. Hier weg. Hilfe. Okay, der Schwierigkeitsgrad ist schon knackig. Vielleicht habe ich auch dolle Scheiße aufgewertet. Aber gerade die Explosionsviecher sind heftig und dass die Gegner auch alle gefühlt nicht sterben. Ich darf vielleicht auch einfach nicht zu lange auf eine Stelle, denn umzingeln die mich so nach und nach. Die wollten wir mal irgendwo wegpicken sich. Komm, mach mal Platz frei hier. Ich finde krass, wie schnell die Gegner checken, dass wir auf einmal da lang können. Oh. Jetzt mache ich mit euch hier so eine Schlingelinie hier lang. Ich hätte gerne eine Waffe, die mehr Flächenschaden macht irgendwie. Ich habe nur so eine Projektildinger hier noch mehr. Pick dich durch da. Nur zumindest eine schafft. Vielleicht schaffen wir den auch noch kaputt zu kriegen. Oh, scheiße, ich soll mich verpissen. Also auf einer Dude, aber. Meine Güte, sind das viele Kinder. Ich weiß noch nicht, wie ich da durchkommen soll. Das ist gerade so eine Problematik. Was zur Hölle ist das krasse Spiel? Wie schwer? Wie viel geht noch? Fuck. Mehr XP brauchen wir jetzt, glaube ich, langsam nicht mehr. Die Waffe nochmal, den hier. Crit-Chance. Mehr Treffer. Wir heilen den Rest und damit sind wir durch. Da kommt jetzt der Abschluss. Gleich erstmal rumpicken hier. Destroy Kokons, 3 Stück. Mehr Schaden für die Waffe hier. Okay, die halten zumindest nicht allzu viel aus. Ach, scheiße. Ist vielleicht noch so ein Drecksgegner drin. Ich muss hier weg. Warte, das war ein Kokon und was ist das dann? Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Jetzt pick dich doch mal ein bisschen schneller durch. Oh. Ist das hier schon wieder knapp. Komm, jetzt mach den tot, damit wir jetzt nicht so viele davon haben. Komm, was ist denn das hier?
Ah, Mann. Ich schaff's abzubauen. Jetzt aber. Ich bin schon an der Sackgasse, wenn ich das richtig sehe, oder? Oh Mann. Komm, geh kaputt. Jetzt sind wir ein bisschen mit Bewegungsgeschwindigkeit. Vielleicht kommen wir irgendwo noch durch. Oh Mann. Ist das hier eine enge Scheißkiste? Das so viele Käfer. Und was ist das hier? Und ein paar kleine Minibus geht noch dazwischen, oder was? Ja. Hm, das macht sie nicht besser. Ich brauche noch Kokon und ich weiß nicht, ob es mir was bringt, Ressourcen zu sammeln. Komm, mach das Ding da in der Luft kaputt. Super. Ah, ich habe was in die Sicht bekommen. Oder in den Mund, um genau zu sein. Die kleinen Sprüche sind doch ganz witzig. Ich weiß nicht, wie das auf Dauer denn ist, wenn man das so oft hört. Aber ich glaube, es geht. So, komm, krieg noch ein paar kaputt. Müssen wir ausweichen hier den Scheiß. Reload Speed, ja. Ja, ich könnte natürlich auch mal rerollen, aber ich will die Kristalle dafür nicht verbraten. Kostet doch gleich 15. Komm, krieg den da kaputt. Mensch, der steht doch schon fast neben dir. Wir haben einige Viecher kaputt gekriegt. Die Waffen verlangsamen die auch ganz cool, also diese Granaten da. Oh, es ist einfach eine schiere Masse. Ach du Scheiße, ich sehe ja schon gar nicht mehr, wo die aufhören. So viel Schaden gerade kassiert. Das sind einfach zu viele. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier noch durchkommen soll. Au, 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 au. 7 AP habe ich noch. Wahnsinn. So viel habt ihr mir noch gegönnt. Kommt schon. Kommt bestimmt dann am Ende der Boss raus, wenn ich 3 Kokons kaputt kriege, wa? Aber ich weiß nicht, ich brauche noch einen. Wo ist denn hier noch einer? Irgendwo war, hatte ich doch schon mal einen gesehen noch. Kommt schon wieder so eine Masse an. Komm, mach mal den Scheiß hier oben, wenn es ein Tod, damit ich hier durchpasse. Ach, ich ist ohne Sackgasse. Die Karte ist einfach so winzig. Schon. Gib mal den einen da tot. Ist ja noch so ein Ding, ey. Wie sieht's hier mit diesen Kominmaden aus? Oh Mann. Ich hätte schon gerne noch den Boss gesehen. War noch irgend so ein scheiß Kokon. Ich hätte mich auch irgendwie gerne nicht heilt im Level. Komm schon, find was. Sieht nicht aus, als wenn ich hier irgendwo was finde. Diese ganzen Gräben sind halt richtig hässlich. Komm schon. Ist das ein bisschen heilt, das grüne Zeug da drinne? Das sah gerade so aus.
Schon wieder an so einer dreckigen Sackgasse. Fuck. Nein! Ja, wir sehen die Massen. Also die Massen sind wirklich hart. Was halt Launi macht. So, wir haben Level 2 erreicht. Level 3 erreicht. Level 4 erreicht. Level. Fast Level 5 anscheinend mit dieser Klasse Fortschritt. Ja. Einiges Zeug hier irgendwie. Ich habe keinen Giftschaden gemacht, keinen Feuerschaden, nur Kinetikschaden und Kryoschaden. Es gibt noch Elektro- und Plasmaschaden. Also es gibt 6 Schadenstypen. Dann gibt es ja diese unterschiedlichen Ressourcen, die ich mir kassiert habe. Und wollen wir gleich mal schauen gehen. Oh, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Schluck auf. Verdammt, ich habe gerade nichts. Doch, ich habe Wasser hier. Minimap unlocked. Ah, ey, cool. Reicht 50 Gold. Au, au, au. Entschuldigung, das musste sein. Immer diese 300 Anspielungen. So, ich habe neue sekundäre Objekte freigeschalten. Also, freischalten ist hier schon. Also, ihr richtiges Belohnungszentrum kriegt gerade richtig Bock. Ah. Oh, das ist sie. Die muss ich aufwerten. M1000 Classic auf Level 12 kriegen. Ja, schauen wir mal zu den Upgrades. Hier leuchtet alles wie Weihnachtsbaum. Mehr Rüstung. Mehr Credits. Quittung der Chance. Mehr Schaden. Das klingt erstmal ganz gut. Lebensregeneration 1%. Glück. Was macht denn das? Bessere Upgrades und so kriegen. Okay. XP. Ach, jetzt brauche ich 5 davon und 2 davon. Okay, es sind einige Ressourcen, wo man echt gucken muss. Habe ich nichts mehr. Nachladegeschwindigkeit, Pickup-Radius finde ich eigentlich auch ganz nett. Movement Speed ist okay. Mining Speed nehmen wir noch mit. Maximal HP, na. Schaden nehmen wir noch mit. Nochmal Mining. Kann man eigentlich auch wieder zurückdrücken? Ne, das geht nicht. Okay. Nehmen wir ein bisschen Glück mit rein. Ja, quitt und das mich jetzt nicht. Pickup-Radius. Ich kann nicht doch hier alles drücken, oder? Scheiß drauf, was wir haben, haben wir. Könnt jetzt auch sparen, auf andere Sachen kommt. Unwichtig. Da sind die Meilensteine, da sieht man einiges. Beacon Class Mod 455, okay. Nicht ganz geschafft. Kann man hier irgendwie ausblenden, was ich schon habe? Also ich will nur die sehen, die mir noch fehlen. Oh, gibt's echt noch einiges. Komm, wir machen nochmal rein hier. Wir haben es ja nicht geschafft, die Waffe abzugehen und den Dive zu überleben. Aber wir haben Level 25 irgendwie erreicht mit dem. Schnell nochmal hinterher. Scheiße, ich musste mal kurz mein Telefon wegdrücken. Dann wollen wir Classic nehmen. Und Attacke. Nehmen wir schon mal ein bisschen was eingesagt. Noch ein bisschen Mining Speed, klingt ganz nett. Was macht der Pilz hier? Keine Ahnung. Wo ist denn die Minimap? Da oben. Das ist auch noch ein Pilz. Ich weiß halt nicht, was die bringt. Mining Speed. Jetzt habe ich so ein One mit ganz viel Mining Speed oder was. Oh, das ist das Zeug, was ich hier brauchte. Für mehr XP zum Beispiel. Davon brauchte ich ja 5 Stück. Habe ich jetzt 2 gefunden. Okay. Jetzt hat man noch ein bisschen mehr Zusammenhänge im Spiel verstanden. Was machen die Pilze? Sind das Heilungspilze oder was? Mehr Schaden. Na ja, mach ich gleich hin, ist okay. Geht mich erstmal kurz durch. Komm, mach kaputt das Ding. Neue Waffe, ja, die M1000 Classic, natürlich. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja, Quitschanks, ja, komm, nehmen wir auch mit. So, da oben ist noch was. Muss ich das jetzt wirklich nochmal einsammeln? Nee. Das muss ja verwirrend. Weil irgendwie habe ich die roten doch eingesammelt. Ich habe gar keine. Red Sugar increase your maximal P. Okay. Small chance to find Nitra. Ja, komm. XP. Weil hier liegt's rum. Es gibt doch keinen Knopf, den ich dafür drücken kann.
Loggerman, get ready. Ich frag mich, wenn das Mining extrem voll ist, ob man hier einfach durchlaufen kann. Ich meine, jetzt bleibt er immer noch ein bisschen stehen. Feuerrate, ja, nehmen wir die Feuerrate. Picken wir uns hier schnell mal um die Ecke wieder. Das ist cool, die eigenen Wege hier zu machen. Hoffentlich schaffe ich diesmal die 5 Wellen. Wäre echt cool. Achso, das war der Magnet. Schaden. Habe ich letztes Mal ein bisschen zu wenig Schaden genommen und dafür zu viel anderes Zeug. Wobei, ich habe jetzt auch ein bisschen was mit Mining am Anfang genommen. Aber am Anfang ging es ja irgendwie noch. Nachladegeschwindigkeit, Statuseffektschaden, Bewegungsgeschwindigkeit, Nachladen, komm. So. Ach, auf der Karte, dieses helle die hellen Streifen sind die Mineralien, die ich einsacken kann. Das habe ich so geschafft, um mal auf der Karte nebenbei zu glotzen. Also picken wir uns jetzt hier fleißig durch. So, hier drüben ist eine einzelne Stelle. Komm, mach. So, da unten sind nochmal zwei Punkte. Das sind einfach nur diese Pilze. Ach, sind das die, die ich einsammeln muss, oder was, damit ich Level habe? Den Abschnitt geschafft habe, oder wie? Komm, durch da. Ach, geh doch weg. Ach, Mann, jetzt kassiere ich so dolle. Das Zeug unbedingt haben wollte. Oh, 70 Treffer extra, Legendary. Aber jetzt habe ich sie gekriegt. Soll ich mich verpieseln? Bringt mir das die Treffer? Ne, es bringt mir keine Treffer. Ich weiß nicht noch, was es mir bringt. Aber ich will, auf einer will ich zurück, auf der anderen will ich das hier noch haben. Kommen wir da noch durch? 13 Sekunden. Lauf! Oh, das war in letzter Sekunde. Oh Mann, ich wollte einfach so viel sammeln. Der Bewegungsgeschwindigkeit. Mining Speed Legendary. Oh, das nehmen wir einfach. Vielleicht komme ich dann einfach durchgelaufen. Feuerrate für die coole Waffe. Ja, den nehmen wir. Ach, das nehmen wir auch noch. Treffer sind ja gerade voll. Ich habe noch 30 Dinger, die können wir uns aufheben. Nach unten sehe ich gerade, wenn man eine neue Waffe kriegt, stand da irgendwas. Ach Mensch. Noch so viel zu entdecken hier in dem Spiel. Hier ist überall Kartengrenze. Was ist denn das hier? Das habe ich auch noch nicht gefunden, das bläuliche Zeug hier, oder? Sonst war es immer so grünlich oder bläulich, aber das hier ist irgendwie so türkis eher sogar. Was liegt denn hier? Keine Ahnung. Hier liegt zumindest noch was, was wir haben wollen. In dem Shop, da rechts liegt der andere Kram. Ach, jetzt erkenne ich das. Da oben rechts steht dran, dass ich 20 Stück davon sammeln soll. Jetzt haben wir 19. Ach, ich bin quasi hier und das ist meine Quest. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich mich so blöd anstelle oder was daran liegt, weil ich gar nicht die Zeit habe, auf dem Bildschirm zu gucken, weil hier so viel los ist. Guck halt bloß in der Mitte, wo ich bin und wo ich hinrenne und alles. So, die hatten wir schon. Dann nehmen wir doch diesmal den Bumerang mal. Ist vielleicht gegen so einen Horden, wenn er da zweimal durchzieht, gar nicht so schlecht. Vielleicht müsste auch die Kiste runterkommen, wenn wir oben nachgucken. Perfekt. Schwer zu find Gold, ja. Smallschein zu find Nidra und mehr XP, wenn ich sammle. Wir nehmen das mit dem XP wieder. Der Pot ist weg, aber er zeigt mir auf der Karte den immer noch an. Das verwirrt mich. Wo ist denn hier noch was? Ich finde gerade gar nichts. Ich laufe einmal am Kartenrand rum und finde keine Materialien mehr oder was?
Da sind zwei Stellen. Also einmal diese kleine. Einmal hier. Big Swarm detected. Buggerman, get ready. Nächste Swarm. Oh, da unten ist auch noch was. Oh, Mann. Mehr Rüstung, Nachladegeschwindigkeit, kritische Trefferschaden, nee, kritischer Schaden. Den haben wir tot. Da hinten könnte man explodieren. Danke. Müsste größeren Radius die Erfahrung einsammeln. Oben ist noch irgendwo was. Ah, hier. Hier am Wand, komm. Sack ein. Was finden wir hier hinten noch? Boah, nach der Aufnahme gucke ich erstmal, wenn das Spiel rauskommt. Ich finde das echt geil. Scheiße, Mann. Mehr Schaden. Komm, kriegen wir die Dinger da tot. Explodiert doch mal dahinter, Mensch. So. Ach, scheiße. Wenn man die Aufgabe erfüllt, dann muss man nochmal abhauen. Wenn man es gar nicht will, wenn man noch was sammeln will. Weil hier gibt es doch gerade nichts mehr zu sammeln. Ich sehe zumindest nichts. Muss er echt nochmal ein... Ne, ist ein Treffer, okay. Mehr Schaden für alle Kinetikwaffen? Oder die Standardgramm besser machen? Ich will mehr Schaden. So, jetzt dürfen wir aber noch ein paar Sekunden hier rum. Ich habe gehofft, noch ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Wieder in der letzten Sekunde. Oh nein, das Vieh ist mit drin. Nein. Feuerrate für die Waffe. Aber ich will ja die hier verbessern. Ich kann auch einfach beides nehmen. 15% mehr für alle. Ja, nehmen wir auch noch. Und jetzt haben wir immer noch 95 von dem gelben Kram. Ja, dann machen wir mal Rerollen. Mehr Glück. Nochmal mehr. 6% mehr XP, aber auch nicht so schlecht. In der Mitte vom Spiel geht das noch. Die Waffe könnte man besser machen. Oder die ja schnell. Nee, wir machen die besser. Und dann haben wir schon mal auf Ost was ausgegeben. Treffer sind voll zum Glück. Oh, sind wir schon bei der Mitte angekommen? Hier sind einfach nur Heiltränke, wa? Wenn ich die hier nehme? Darum liegen die auch rum und meiner sammelt die nicht ein. Oh, oh. Bisschen spät gescheckt, die ganze Sache. So, hier liegen ein paar Pilze rum. Hier liegen noch ein paar Pilze rum. Achso, die muss ich gerade sammeln. 12 Stück. Haben wir den großen da kaputt? Oh, alle Waffen laden ultra lange nach. Das war davor schneller, aber da habe ich nicht so viel Schaden gemacht. Jetzt schießt er quasi einmal und der kriegt doch was tot. Oh, wie schaut's aus hier? Mach kaputt, mach kaputt. Ist durch die Mitte. Ah ja, der kann explodieren. Hauptsache, wir kommen hier weg. Weiter durch hier. Einsacken. Den Weg machen, damit er durchschießen kann. Die fliegenden Käfer fliegen irgendwie an mir vorbei, oder? Das wird ein Swarm-Angriff hier, oder was? Oh.
Komm, mach kaputt. Das ist nur Heilung, aber was rumliegt, liegt zumindest rum. Mach den hinter mir tot. Perfekt. Pilze. Noch mehr XP. Ja, scheiße. Kriegen wir das hier? Kriegen wir das? Ich wollte an diesen scheiß Pott rankommen. Quetschungs. Ja, komm. Kommen wir hier noch durch? Oh Mann, jetzt verreckt doch einfach. Von noch ein Pilz und der liegt hier drüben. Den holen wir uns. Mal gucken, was wir dann machen sollen. Passen wir jetzt hier durch. Passen wir jetzt hier. Aua. Das hat Schaden gemacht. Haben nochmal ein bisschen Heilung kassiert. Reload, Fire Speed, Damage. Ja. Komm nicht ran. Oh, da stimmt Deutsch dran. Glück gehabt. Mehr Schaden oder noch mehr Feuerrate für die Waffe? Mehr Schaden. Weiterhin mehr Schaden. Reload Speed für die Waffe ist auch gut. Neue Waffe endlich. Dass die in vier Richtungen schießt. Das ist die kurze Schrot. Wir nehmen, glaube ich, wieder die Krümelgranate. Small Shine zu finden. Litra, XP. Ne, wir kommen. Wir nehmen den runden Zucker, dass der uns mehr heilt. Den da muss töten, den habe ich. Den muss ich wohl abhauen, ja. Ich hätte gerne noch ein bisschen was gesammelt. Vielleicht laufen wir noch mal ein bisschen umher. Gibt es ja noch zwei Stellen hier drüben zu sammeln. Der Schaden macht vieles aus. Man kriegt echt ein paar Gegner tot. Oh, meine hat den erwischt. Schaden. Ja, das war klar. Jetzt muss ich mich wieder verpissen. Komm ich irgendwie durch, die Explosionsfuzzis? Aua. Das habe ich so dolle kassiert durch die ganzen Explosionen, ey. Hier liegt noch so viel XP, die nehmen wir noch mit. Ich habe so dolle kassiert an den Treffer und wieder in der letzten Sekunde reingerannt. So, wir müssen uns auf jeden Fall Treffer kaufen. Also die Heilung. Was haben wir denn hier? Kritischen Schaden, Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. Für alle Nachladensachen mitnehmen. Dann haben wir auch nicht mehr allzu viel. Dann weiter geht's. Ab im vierten Bereich. Den haben wir ja letztes Mal noch geschafft. Müssen wir da Pilze sammeln? Ja, muss ich wieder. Haben wir schon mal drei gefunden, vier. So, hier links sind noch zwei Sachen, die wir haben wollen. Schaden. Sieht hässlich aus von vorne. Schnell hier durchpicken. Heilung. Da sind die zwei Treffer auch extra, die ich jetzt mache durch diese eine Aufwertung. Komm, komm, sag ein. Komm schon. Ach, scheiße, jetzt kommen wir noch ultra viele. Da den Pilz nehmen wir gleich noch mit. Noch schneller Granaten werfen, komm. Hier unten gibt es noch was zum Sacken. Kriegt ihr das hier schneller kaputt jetzt eigentlich? Naja, die halten immer noch so viel aus. Aua. Alles explodiert hier schon wieder. Oh, da ist es runtergekommen. 37 Schaden, wenn das hier explodiert. Meine Güte.
Ja, wieder, das sind immer so ein bisschen die gleichen Sachen, ja. Nehmen wir diesmal Nidra. Das sind rote Steine finden, wenn wir. So, was haben wir noch? Sammeln oder noch mehr Schaden mit der Granate? So, drei Pilze brauchen wir noch. Kommen wir hier oben einfach durch jetzt? Komm, explodiert. Explodiert. Ey, jetzt stirb doch mal da hinten, Mensch. Der hat da bloß noch einen Millimeter. 50% mit dem Bumerang. Shit. Der Schwarmangriff ist halt hart. Nochmal Nachladegeschwindigkeit mit dem Bumerang. Jetzt, wo der sowieso nochmal mehr Schaden macht. Es wird schon wieder so eng hier mit so vielen Gegnern. Ich dachte, ich bin jetzt schon so gut auf Schaden gegangen. Brauch mal mehr Pilze langsam. Damit wir hier langsam mal wieder weg können. Boah. Und noch mehr. Einen Pilz haben wir gekriegt mitten drin. Oh, scheiße, hier sind drei von den Dingern, die auf mich einpicken können. Das sind 87 Treffer. Wo ist denn jetzt noch ein Pilz? War der links oben? Ich hoffe, dass es noch ein paar mehr Pilze gibt. Letztes Mal habe ich auch noch so viel übrig. Ich habe da unten. Zeigt auf der Karte noch einen einzelnen Punkt an. Ja. Well done. You got them all. Und jetzt? Die verbessern? Den da müssen wir killen. Oh, meine Granate oder was auch immer das war. Irgendwas hat richtig tolle Schaden an das Vieh gemacht. Und die Explosion von den Viechern selbst? Zumindest ist ja alles weg. Movement Speed 15% Legendary, Jakob. Dann mach mal kaputt. Irgendwas. Achso, der Kryo-Schaden. Wurde den dann noch schnell tot? Ja, mein Ernst wird spannend. Ich mach das immer in letzter Sekunde. Jetzt sind wir weg hier. Gut, ich habe noch 3 Sekunden. Ich habe mir diesmal ja Zeit gelassen. So, noch mehr Schaden. Noch mehr Glück. Dann neu heilen. Neu würfeln oder einfach die besser machen. Und dann weiter. Und den Rest hier mal so für die letzte Kaufphase. So, da oben ist der Endkokon. Den wir noch nicht aufgekriegt haben bisher, aber jetzt kriegen wir die anderen ja schneller kaputt. Ja, kriegen wir den schneller tot. Eben habe ich viel mehr Schaden gemacht mit irgendeinem Angriff. War vielleicht Crit oder sowas, wa? Ja, Schaden. Noch ein paar Kokons finden. So eine Sache nehmen wir natürlich auch mit. Ist ja immerhin für den dauerhaften Spielfortschritt. Dann lass mich mal durch. Ja, zumindest. Oh, da ist einer. Mach mal kaputt. Mach mal freilassen, das scheiß Vieh. Das ist so ein fliegendes Insekt hier wieder. Ah, es werden langsam so viele hier schon wieder. Komm, mach mal kaputt jetzt. Wenn ich zu lange mit dem Vieh da rumgammel. Bevor mich alle wieder in der Ecke drängen. So, Erfahrung wollen wir nicht liegen lassen unbedingt. Können wir alles hier brauchen. Nachladegeschwindigkeit für die Waffe. So, das war bloß die Heilung. Die brauchen wir jetzt nicht so dringend. Machen wir die kleinen Viecher ringsam kaputt jetzt. Den da kaputt machen. So, das war Heilung. Das ist der Kokon. Der andere muss doch dann hier irgendwo links sein, wa? Sind die so ein bisschen auf der Karte verteilt, hoffe ich doch. Komm. Oh, manchmal dauert es aber lange, bis er was abgepickt hat. Oh, die hängen da drüben schon fest. Okay.
So, ein Kokon noch. Bist du? Hier unten vielleicht? Irgendwo in der Ecke? Oh, komm. Alles einsacken, was geht. Ist herrlich, wo ist denn der letzte? Oh, die Granate nochmal episch viel Schaden dazu. Das haben wir auch abgepickt. Ach komm. Kann mal jemand Flächenschaden machen? Wird der nicht. Muss ich hier mal schnell weg. Da ist der letzte. Komm, mach tot. Alles, was einen Trefferbalken hat, muss weg. Kommt das andere jetzt schon oder muss ich erstmal nur den hier töten? Es klang zumindest so, als wenn es schon geschlüpft wäre. Komm, wer hat es los? Ich hab nur so eine One-Shot-Waffe mehr. Okay, das da ist der Boss. Mit drei Totenköpfen. Aus wie ein dicker, fetter Krebs. Jetzt Bewegungstempo tatsächlich ganz schick. Was jetzt aber auch ganz schick wäre, noch ein bisschen Heilung, die ich hier irgendwo liegen habe. Ich darf die vielleicht nicht vorher abbauen, dann sieht man die so schlecht. Jetzt hat er mich geheilt und gleichzeitig wieder kassiert. Komm, zerleg es. Ach, der sollte auf den anderen schießen, nicht auf die anderen kleinen Kackviecher. Über der Hälfte haben wir schon. Der Rest liegt Heilung, aber da fliegen auch so viele Viecher gerade rum. Mal Nachladegeschwindigkeit. Heilung, Heilung, Heilung. Oh, schön geheilt, fast voll. Bleiben wir mit dem hier um meine Ecke und kriegen den vielleicht tot. Oh, ausgewichen. Ah, vielleicht doch nicht. Hier voll und jetzt komme ich auch nur so bedingt an den ran. Schön, dass du mal heilsprungen bist. Ich habe bloß noch 71 Treffer, jetzt stirb! Stirb doch endlich! So, ich muss hier glaube ich weg. Könnt ihr mich bitte noch entkommen lassen? Ja! Fickt euch alle! Stirbt! Ich bin jetzt weg! Ich komme nicht mehr. Nein, vielleicht komme ich doch wieder. Au, 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 au. Boah. Das hätte ja noch schief gehen können, jetzt in diesen Schwarm reinrennen und sterben. Genau am Pott. Gut, überlebt, geschafft. Der Scout steigt hier noch ein paar Stüfchen. Ich weiß nicht, was das hier heißt, so richtig. Ja. Cool. Wir haben wieder nur Kinetikschaden, Kryo und ein bisschen Elektrik diesmal gemacht. Ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist. Welche Waffe ist denn das? Ach, der Bumerang. Ist ja trotzdem die Kinetikwaffen hier, die beiden Standardwaffen am Anfang, die waren trotzdem die, die den Hauptschaden gemacht haben mit 1,8 Millionen. Wir haben ja eigentlich solche gefunden. So, was schalten wir frei? Irgendein Pulverkram hier. Ein Schild. Frostschild sozusagen irgendwie. Die Waffe hier ist Overclocks unlocked. Die kann ich jetzt übertakten oder was? 6, 12, 18 irgendwie. Die neue Klasse Raccoon. Kurz in die Upgrades gucken.
Experienpelzen. Ach komm, nehmen wir auch mit. Was wollen wir noch haben? Schaden können wir leider nicht. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Glück. Was haben wir hier? Lebensregeneration. Ja, 1% pro Minute, pro Sekunde. Kommen wir einfach überall was rein, was wir haben. Was nicht ist egal. Jetzt will ich noch eine Sache schauen. Hier können wir nicht weiter gucken. Ah, Hazard 2. Ja, 3 Level hat die Demo. Mensch. Also haben wir noch, habe ich ja theoretisch noch einiges zu tun. Hier habe ich alles jetzt geschafft. Aber gut, das könnt ihr euch ja mal selbst anschauen. Ja, wollen wir hier nicht spoilern. Wobei, ich drücke doch drauf. Ja, es gab nur den einen Charakter. Ich wollte bloß noch mal schauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.